Er will eben gerne Geld verdienen mit seinem Gas. Er muss es aber auch ein Stück weit, denn der Krieg kostet natürlich auch Russland einiges. Wenn wir darauf schauen, wie Russland vorankommt in der Ukraine, was hörst du, wie zufrieden zeigt man sich nach innen und nach außen mit diesem Kriegsverlauf? Also es ist ein Zermürbungskrieg, der da momentan tobt im Osten der Ukraine. Russland verzeichnet in den letzten Tagen kaum Geländegewinne. Aber wie wir das auch von ukrainischer Seite hören, vor allem von einem hohen Beamten dort in der Gegend, Sergei Gaidai, der sagt, dass die russische Artillerie ununterbrochen feuert und sie nur aufhört zu feuern, wenn das Material müde ist. Und das, glaube ich, spricht Bände. Russland scheint auch ein besonderes Augenmerk zu legen auf Kraftwerke in der Gegend. Da ist jetzt wohl ein Kraftwerk, ein Kohlekraftwerk im Visier der Russen. Und Uglegar heißt das. Und das ist in der Nähe von Donetsk. Dann kontrollieren die Russen ja auch schon das größte Atomkraftwerk Europas in Saporoshe. Und da gab es gestern wohl einen Angriff der Ukrainer mit Kamikaze-Drohnen. Also äußerst prekäre Situation nach wie vor im Donbass. Und was natürlich auch die Kommunikation im eigenen Land schwerer machen wird, ist die prekäre Situation, wenn es um das Leben der Soldatinnen und Soldaten geht. Die CIA hat sich geäußert zu russischen Verlusten, sagt 15.000 Gefallene. Wie wird das aufgenommen in der russischen Bevölkerung? Also 15.000 gefallene russische Soldaten nach den Angaben des CIA-Chef Burns und rund 45.000 russische Soldaten, die Verletzungen davongetragen haben sollen in diesem Krieg. Das sind alles Zahlen, die hier nicht weiter beachtet werden von den russischen Staatsmedien. Diese Opferzahlen werden großteils unter Verschluss gehalten in Russland. Das letzte Mal, wenn ich mich nicht irre, gab es offizielle Zahlen im März. Da hieß es 1.351 tote russische Soldaten und seitdem herrscht Schweigen. Die Ukrainer sagen, die Russen hätten 38.000 Soldaten verloren. Die BBC hat nachrecherchiert, spricht von 4.700. Also es kursieren viele Zahlen. Insgesamt ist die Bevölkerung hier doch relativ widerstandsfähig gegenüber all diesen Meldungen. Das wird zur Kenntnis genommen. Aber das herrscht hier in Russland so ein gewisser Fatalismus bei vielen Leuten nach dem Motto, zum Krieg gehören eben auch Opfer. Christoph, vielen Dank nach Moskau.